die Energiepreise für die Industrie müssen massiv steigen, aber das allein ist überhaupt kein Ziel, sondern es geht ganz grundsätzlich um eine Verteilung. Wo geht Energie hin? Wer darf Energie verbrauchen und wofür wird sie verbraucht? Wir haben jetzt mehrere Beispiele gehört. Auf der einen Seite von Stuttgart 21 geht da. Auf der anderen Seite haben wir auf unserer Tour ganz viele verschiedene Orte getroffen. Das rheinische Braunkohlerevier, dort befinden sich auch die größten Militärherstellungsanlagen. Ich denke, das alles sollte uns ein Nachdenken anrichten und wir würden uns freuen.